So. Bildrauschen kennt wahrscheinlich jeder von euch. Das ist dieses körnige, grisselige, was Aufnahmen in Lowlight-Situationen ziemlich unansehnlich macht. Ich wurde schon oft gefragt, wie vermeidet man denn diese Körnung in Bildern? Und der beste Tipp, den ich für euch habe, ist, verwendet ein Stativ und haltet die ISO so niedrig wie möglich. Also bei 100, 200, dann vermeidet ihr Rauschen. Dadurch habt ihr natürlich längere Belichtungszeiten. Dass das nicht immer geht, ist eigentlich auch klar. Und gerade wenn man zum Beispiel so Schnappschüsse machen will, man hat die Kamera gerade in der Hand, es ist dunkel, es ist vielleicht sogar eine längere Brennweite und man will aus der Hand fotografieren. Damit die Verschlusszeit kurz genug ist, muss man dann natürlich die ISO hochdrehen und das führt einfach unweigerlich zu Rauschen. Ist an sich aber gar nicht schlimm, denn mit Lightroom kann man das relativ gut reduzieren und Lightroom macht es sogar automatisch relativ gut. Ich möchte euch heute meinen Workflow zeigen anhand dieses Bildes. Das hat der Andi von mir in der Toskana gemacht. Da habe ich gerade so ein bisschen Location Scouting betrieben und mir die Landschaft angeguckt. Und in der Situation hat er eben ja, aus der Hüfte, aus der Hand dieses Foto von mir geschossen. Es ist recht rauschig, weil es schon sehr spät und sehr dämmerig war. Ich finde es aber trotzdem ein cooles Foto und denke, dass man da auf jeden Fall was draus machen kann. Anhand dieses Bildes möchte ich euch gerne meinen Workflow zur Rauschreduzierung zeigen, einmal anhand von Lightroom und einmal anhand der Nik Collection und euch zeigen, was man auch aus rauschigen Bildern noch rausholen kann. Und dafür nehme ich euch jetzt mit in Lightroom. Also um dieses Bild geht's. Sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aus, in der 100% Ansicht hier auf dieser Seite. Und hier sieht man dann doch, dass es ordentlich rauscht. Wir sind schon in dem Entwickeln-Dialog und brauchen den Punkt Details. Das ist also das ganz originale Bild. Wir fangen mal an mit dem Luminanzrauschen. Farbrauschen nehmen wir jetzt einfach mal, würden wir jetzt mal rausnehmen. Das wäre der ganz normale Standard und das macht Lightroom schon automatisch. Von hier können wir uns bewegen. Halten wir Alt oder Option am Mac gedrückt, also Alt-Taste am Windows-PC, Option am Mac und ziehen hier den Slider, sehen wir eine Schwarz-Weiß-Ansicht. Das ziehen wir einfach langsam, bis dass sich das Rauschen vermindert. Ja, ein bisschen Rauschen darf man sehen, ganz wird man es nie wegbekommen. Bei Details das gleiche. Muss man aufpassen, dass es nicht zu artefaktig wird. So ein bisschen. Kann man mal Vorher-Nachher-Ansicht hier oben einblenden, auf diesem kleinen Switch kann man Vorher und Nachher einblenden. Man sieht, das Rauschen ist schon deutlich weniger, vor allem Farbrauschen, aber auch das Luminanzrauschen hat schon abgenommen. Den Kontrast. Das kann man nicht wirklich genau beurteilen, aus dem Grund zoomen wir einfach noch ein bisschen weiter rein. Ja, nee, das lassen wir mal so, wie es ist. Wir können aber hier auch noch ein bisschen, wir können bei der Luminanz noch ein bisschen weicher zeichnen und bei Details und Kontrast ein wenig nach oben gehen. So haben wir, so finde ich das ganz gut, so haben wir nicht viel Detail verloren, aber sehr viel Rauschen reduziert. Ist eh nicht sehr detailreich, aber das liegt halt einfach daran, dass es mit hoher ISO aufgenommen worden ist. Das Farbrauschen ist eigentlich schon komplett weg. Der Standard war schon ganz okay. Details auch hier wieder. Ja, beim Farbrauschen darf das ruhig so bleiben. Hier oben kann man noch ein bisschen nachregeln. Es muss nur aufpassen, dass es nicht zu weich wird. Da muss man wirklich aufpassen. Es geht nämlich schnell und dann fransen die Ecken aus und dann sieht es nicht mehr schön aus. So ist das schon ganz gut. Und dann können wir schärfen. Über Lightroom kann man jetzt hier wieder ein bisschen Schärfe zurückbringen. Auch beim Radius, wenn ich Alt oder Option gedrückt halte und ziehe, dann sehe ich, was geschärft wird. Je höher der Radius, desto mehr Schärfe, desto mehr wird geschärft. Die Details kann man ein bisschen runterdrehen und maskieren ist auch gut. Weiß wird nachgeschärft, schwarz wird nicht nachgeschärft, also wir suchen uns den Sweet Spot
dass wirklich nur die Details geschärft werden. Jetzt sieht man hier so ein bisschen Artefakte, da kann man den Radius wieder ein bisschen runterdrehen. So, und so sieht es schon ganz gut aus. So in der 100 oder 300% Ansicht sieht man zwar deutlich, dass es jetzt sehr weich ist, aber verglichen zu vorher hat man nicht so viel an Schärfe verloren, aber deutlich das Rauschen reduziert, und das ist schon ziemlich cool. Möchte man das Ganze jetzt noch weiter treiben, könnte man jetzt das Ganze in Photoshop bearbeiten. Okay, hier ist das Bild jetzt in Photoshop. Wenn ich hier auf 100% reinzoome, sieht es eigentlich schon ganz sweet aus. Noch ein bisschen weiter. Ja gut, Rauschen ist immer noch ein bisschen da. Wir könnten jetzt ein wenig nachschärfen, indem wir uns zum Beispiel diese Ebene duplizieren. Rechtsklick, in Smart Objekt konvertieren. Dann sonstige Filter, Hochpass. Zwei ist, glaube ich, ganz gut. Wenn wir hier mal die Ecken anschauen, wir brauchen nur die Ecken. Wenn man das mehr macht, dann sieht man so viel, ja, Halos außenrum. Also wirklich, wir wollen ja nur die Konturen nachschärfen. Deshalb ist ein Radius von 2 oder vielleicht sogar 1,5 ganz gut. Klicken auf OK. Jetzt haben wir hier einen Smart Filter. Das ist ganz gut, weil dann können wir den nachträglich, können wir den Radius noch bearbeiten an einem Smart Filter. Wir stellen den Ebenenverrechnungsmodus von normal auf ineinander kopieren. Zoomen mal auf 300% rein und sehen, ah, ist wirklich schärfer. Aber natürlich ist hier auch das Rauschen zurück. In der 100% Ansicht sieht man das aber nicht. Und im Gegensatz zu dem Original, das ich euch gezeigt habe, mit dem starken Luminanzrauschen, mit dem starken Farbrauschen und dem doch auch auffälligen Luminanzrauschen, ist das schon sehr viel besser. Wir könnten jetzt hier nochmal doppelt draufklicken, wenn uns der Radius nicht passt, und könnten den nochmal anpassen und sehen dann auch in der Live-View, wie das Bild an Schärfe gewinnt oder eben nicht. Mit einer Maske, mit einer Ebenenmaske könnte ich jetzt, mit einer negativen Ebenenmaske könnte ich jetzt auch noch nur die Stellen scharf zeichnen, die ich auch wirklich scharf zeichnen will. Und das wäre hier einfach ich. Ja. Okay, und damit wäre das Rauschen reduziert und das Bild trotzdem scharf. Okay, ich habe jetzt hier mal die Originalebene ohne Rauschreduzierung von Lightroom eingeblendet. Im Vergleich zum Original hat man hier schon wirklich deutlich gewonnen. Also in den Bereichen, wo es wirklich drauf ankommt, hat man kaum an Schärfe verloren. Bisschen vielleicht, aber das ist auch bei der 100% Ansicht kaum sichtbar. Aber besonders hier unten und in den Bereichen, wo das Farbrauschen sehr stark war, das sieht das Ganze wirklich gut aus. Wenn man jetzt sagt, eigentlich ist mir das viel zu kompliziert, ich hätte es gern einfacher. Wer von euch die Nik Collection hat, empfehle ich übrigens jedem, die sich zu besorgen für die 70 Euro oder was die kostet. Das ist eins der besten Plugin-Sets, das es gibt, und ich verwende es eigentlich immer. Genau, über Define kann man Rauschen auch relativ einfach reduzieren. Zum einen automatisch, zum anderen auch ein bisschen gesteuert. Die automatische Reduktion macht das aber eigentlich schon ganz schön gut. Dauert einen kurzen Moment, wenn man das aufmacht. Ja, ihr seht, hier unten in dem Bereich seht ihr die 100% Ansichten. So richtig gut ist es nicht. Wir stellen die Methode mal von automatisch auf manuell und ziehen dann mal unser Dreieck hier in einem Bereich, in dem das Rauschen stärker ist, vor allem das Farbrauschen, und gehen nochmal auf Rauschen messen. Dann berechne das neu. Ja, sieht auch schon deutlich besser aus. Allerdings verliert man auch hier an Schärfe. Man kann jetzt beim Punkt Vermindern noch Farb- und Luminanzrauschen getrennt voneinander behandeln. So, und jetzt nochmal die Ansicht vom Original. Das ist also das Original. Vielleicht mal auf 300%. Das ist das Original. Das ist automatisiert mit Define, ist okay, aber nicht fantastisch. Das funktioniert auch je nach Bild mal besser, mal schlechter. Und
Die Lightroom-Variante ist in diesem Fall meiner Meinung nach die deutlich beste und absolut empfehlenswert, weil es relativ einfach umzusetzen ist. Ja, das war's dann auch schon. So einfach ist es tatsächlich, Rauschen wirklich fast gänzlich loszuwerden. Automatische Farbrauschenkorrektur in Lightroom, ein bisschen an den Reglern für das Luminanzrauschen drehen, ein wenig nachschärfen mit Lightroom und Photoshop mit dem Hochpassfilter und schon kriegt man rauschfreies Ergebnis. As easy as that. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch geholfen hat, dann schreibt mir es gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder Fragen habt oder es auch anders macht, wenn ihr eine bessere Lösung kennt, auch damit gerne in die Kommentare. Fragen, Anregungen, Wünsche, lasst uns das diskutieren. Wie macht ihr das? Gerne höre ich mir das an, gerne schaue ich mir das an, teste das auch. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Wow. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, bis dahin. Ciao.